Willkommen und einen feurigen Gruß zu Mega Man Only One Life. Wir gehen hierhin zurück, wo Shadow Man war. Die Lava ist irgendwie hier im Hintergrund weg und es sieht viel stacheliger aus. Die Stelle ist kacke, aber geschafft. Der Anfang ist schon mal nicht schwer. Entweder man schafft es oder man ist tot. Das ist das Motto hier am Anfang. Und wir schaffen's. Gut, gut, gut. Als erstes kommt, glaube ich, Woodman. Ja. Und dann müsste Fireman kommen. Hier könnte man mit der Nestopia-Steuerung ein paar Probleme kriegen, deswegen erlaube ich mir einfach mal diese kleine Frechheit hier. La la la. Das war ja eine schwere Stelle. Gut. Und mit voller Lebensenergie geht es auch nach Woodman. Woodman. Ich weiß, dass wenn ich nicht weiß, was für eine Fähigkeit, bin ich gearscht. Du kannst es schon mal nicht sein. Chimney Laser auch nicht. Nadeln und Magnet war zu oft. Schlangen hatten wir schon mal. Spark hatten wir schon mal. Shadow, Magnet. Magnet. Wenn ich die falsche Fähigkeit nehme, dann kann ich es vergessen. Ich brauche jeden Lebenspunkt. Bitte. Schlangen? Schlangen fressen den Baum auf? Ich weiß nicht. Schlangen war's. Sieht beschissen aus, ja. Wegen unserem kleinen Problem. Oh, den letzten Schuss, den müssen wir ausweichen. Nein! Ich glaube, das war's jetzt, das war's. Boom. Ups, das durfte ich so. So, nochmal. Da braucht man wirklich jeden Lebenspunkt. Und wenn man da wirklich unvorbereitet reingeht, so wie ich, ohne zu wissen, welche Fähigkeit überhaupt, das war ja super von mir, die Aktion, da ist man direkt gearscht. Naja. Wir wissen, dass es Snake Man ist. Und nochmal den kleinen Weg. Wie gesagt, hier werde ich den ersten E-Tank benutzen. In der Stage nach dem ersten Boss vor dem zweiten in etwa. Gucken gerade mal, wie es passt. Wann wir am Verrecken sind. Und hier dürfen wir echt nicht getroffen werden. Jeder Lebenspunkt zählt, wenn man es mit einem Leben machen möchte. Und die Musik ist schön. Ach ja. Ja, jetzt kommt die Stelle, wo ich ein bisschen Angst vor habe, dass der. Ah ne. Habe ich Alzheimer? Ich habe gerade überlegt, ob wir in dem springenden Typen schon vorbei sind. Okay, dann war ich da schon vorbei. Snake Man. Schlangen essen natürlich Bäume auf. Also, so viel ist sicher. Hopp. Na, war ja klar. Wir sind gleich auf.
Ja, wir sind. Boom! Uiuiui. Oh. Und Lebensenergie. Feine Sache. Okay, gut, gut. Wenn man bedenkt, dass Needleman noch schwieriger wird. Ist das schon schön. Gut, wir haben jetzt nur noch Heatman Forms. Und einen dummen Scheißabgrund. Es kann noch viel passieren. Zum Beispiel können wir jetzt hier in den Abgrund gestoßen werden. Die hier können uns töten. Wir können einfach mal scheiße springen. Oder bei Flamen vollkommen versagen. Oder Heatman. Ah, ich komme da durcheinander. Es gab einen Flamen, ich glaube in Mega Man 5 oder 6. Und es gibt den Heatman. Gut, hier würde ich mal sagen, wir benutzen ihn direkt. Und brauchen wieder mal Topman, wie beim letzten Mal. Komm her. Erst muss man zu ihm hinkommen. Ihn einmal verbunden und dann macht er ab sofort nur noch den Kack hier. Zack. Und wieder einmal mit einem Leben geschafft. Es wird anspruchsvoller. Und hier wird es erst recht anspruchsvoll. Beim nächsten Mal geht's da weiter. Da, da. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.